geht es jetzt um nicht viel, aber ein Spiel zwischen diesen beiden Top-Teams ist immer ein Genuss. Na klar ist das heute ein Spiel, bei dem die ganz große Spannung nicht da ist, weil es nicht um Titel geht. Aber ich glaube, wer den Fußball liebt, der sagt, jo, diese Begegnung will ich auf jeden Fall sehen. Damit sind wir im Spiel. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Vielleicht ist heute ja der Schlüsselspieler ein Linksverteidiger. Definitiv einer der Besten der Welt. David Alaba ist eine Klasse für sich auf dieser Position. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Nkunku? Ab auf die Flanke. Und die Flanke von Sabitzer. Und er ist zur Stelle. Sané. Wunderbar nach vorn gespielt. Hier ist Coman. Coman! Forsberg. Orban. Upamecano. Upamecano. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Nkunku. Das Spiel ist ja noch jung, Hansi, aber wie ich dich kenne, hast du schon eine erste Einschätzung für uns. Nicht wirklich turbulent, was bisher... Stark angesetzt zum Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Die Flanke kommt gut, er geht auch gut zum Ball, aber ihm fehlt die ultimative Kopfballtechnik in dieser Situation. Nkunku. Yusuf Poulsen. Es geht über die rechte Seite. Da verheddert er sich. Kimmich hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Raus auf die linke Bahn. Ein Fußballkünstler. Und die Flanke. Tempo Gegenstoß. Gut gelöst, die Situation. Müller. Kingsley Coman. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Flank doch, flank doch! Starker, er hält drauf. Tor für den FC Bayern München! Der FC Bayern München geht hier in Führung. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit steht's 1-0. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Orban. Was sie jetzt machen, ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Alaba. Den will er haben. Gnabry. Serge Gnabry. Langer Abschlag vom Keeper. Er geht zum Torhüter. Alaba. Leroy Sané. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Müller.
Das wird nix. Weit vorbei. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar! Unfassbar! Pausen? Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Vertikal gespielt. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig, er kommt nicht zum Abschluss. Upamecano. Spielt ihn gut raus. Marcel Sabitzer. Serge Gnabry. Und über die Seite. Jetzt ist was möglich. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig. Hätte früher den Pass spielen müssen. Schönes Ding. Hier ist Coman. Serge Gnabry. Müller. Goretzka. Goretzka macht das Spiel gut breit. Leroy Sané. Er zieht durch. Da hätte er sein Solo veredeln können. Sané hat hier etwas Wichtiges dazugelernt. Du musst bis zum letzten Augenblick voll konzentriert bleiben. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Erstmal geklärt. Das waren die ersten 45 Minuten. Sie machen einfach zu wenig Tore. Trotz einer guten ersten Halbzeit liegt man zurück. Im Spiel nach vorne muss mehr kommen. Der Start in die zweite Hälfte. RB Leipzig muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt, aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den Rückstand reagieren sollten. Sané. Kimmich. Goretzka. Forsberg. Jetzt könnte was gehen. Ball kommt zu Pausen. Nkunku. Halstenberg. Nkunku. Verliert den festen Stand. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Gefackelt wird hier nicht lange. Ganz simpel, einfach nach vorne. Goretzka. Müller. Sané. Kimmich. Wen findet er? Wen spielt er an? Müller. Sie liegen immer noch hauchzart zurück. Sie brauchen jetzt mehr Offensivgewalt. Er versucht's. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Leimer soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf ab in Richtung Tor.
Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Kimmich. Pavard. Jetzt aber. Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. Kampel. Ball kommt zu Pausen. Wird das die schon Pausen? Und drin ist er. Zugegeben, es waren nur einige Zentimeter, aber wir sehen trotzdem ganz deutlich, er hat nicht im Abseits gestanden. Wir sind auf Remiskurs. Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Das ist Fußball von Serge Gnabry. Der Schnabri. Hier ist Coman. Und weg mit dem Ball. Hauptsache weg mit dem Ding. Sané. Hol ihn dir. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Marcel Sabitzer. Und die Flanke von Sabitzer. Weg mit dem Ding. Macht er den? Leimer. Ab auf die Flanke. Er serviert mit der Stirn. Da hat er verpasst, noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu binden. Kimmich. Goretzka. Kingsley Coman. Coman! Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Das könnte was werden. Eine Riesenchance. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Das ist Fußball von Serge Gnabry. Serge Gnabry. Und ein Schuss. Kurz und bündig, Chance dahin. Kimmich. Das ist Fußball von Serge Gnabry. Freistoß FC Bayern.
Nee, der Schiedsrichter verlegt den Tatort. Guckt euch das an. Das war eine Millimeterentscheidung. Es gibt Freistoß, nicht Elfmeter. Come on! Erstmal raus mit dem Ding. Goretzka. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Das ist nicht von dieser Welt. Flanke wäre eine Option. Er bringt ihn in die Mitte. Den hat er ganz genau geschnuppert. Sabitzer. Upamecano. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Das Spiel endet also mit Remis und die Zuschauer scheinen durchaus zufrieden zu sein. Es war eigentlich für